Wir sind mitten in einem Schneesturm, doch dieses Pokémon muss unbedingt gefangen werden. Ein Psychostrauß. Los geht's, auf in den Kampf! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Hier auf Katze. Wisst ihr was, wir sind gerade am Berg angekommen. Wir wollen diesen Berg erklimmen, doch es geht direkt los, dass wir super viele tolle und neue Pokémon treffen. Wie zum Beispiel das hier. Flanival. Ist das nicht süß? Wir werden heute sehr, sehr viele Pokémon fangen. Das kann ich euch jetzt schon mal versichern. Oh, da kommt eine Lawine. Oh, wow, das ist natürlich sehr effektiv. Dieses Pokémon ist von Typ Eis. Das ist nach der Attacke unschwer zu erkennen. Mal sehen, was jetzt kommt. Dresch oder Dreschflegel. Okay, dann komm zurück, liebe Lilou. Und wir schicken natürlich das nächste Pokémon in den Kampf. In dem Fall wird es Joshua sein. Von Typ Stahl kann ihm nichts entgegenkommen von Flanival. Und wir werden es natürlich fangen. Mit einem Superball, wenn es uns denn gelingt. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Oh! Es hat nur einmal gewackelt und blieb direkt drin. Ich glaube, dieses Pokémon wollte partout mitkommen. Und es kommt auch ins Team, so cool finde ich's. Flanival, vor sehr langer Zeit verließ es das Meer, um an Land zu leben. Angeblich ist es eng mit Weilmeer verwandt. Ach, deswegen ist es jetzt von Typ Eis. Ich widme es Mathilda. Liebe Mathilda, du bist das zuckersüße Flanival. Und ich nehme Sarah raus. Wir werden heute auch ganz, ganz viele Pokémon einwechseln. Und dann... Oh, da vorne ist direkt ein Charnera und Galagladi und... Oh, es gibt so viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht erst einmal bei Charnera. Ich wechsle mal... Moment, Nikolai und Luca nach vorne und dann... Ich stehen geblieben! Wartet mal, wartet mal! Schnell hinterher, schnell hinterher! Dieses Charnera gibt auch extrem viele Erfahrungspunkte, aber es ist irgendwie weggerannt und verschwunden. Oh, wow! Was ist das für ein Strauß? Wer bist du denn? Du bist aber ein hübsches Pokémon. Du hast auch eine komische Frisur, hat es. Psiopatra. Psiopatra. Ach, von Kleopatra. Okay, Knuddler. Oxystrahl. Eieiei. Das tut natürlich weh. Nikolai und Luca kommt erstmal zurück. Und ich schicke direkt mein nächstes Pokémon in den Kampf. Und das wird... Oh, Katze ist vorteilhaft. Aber ist es zu stark? Ich weiß es nicht. Ich wechsle es trotzdem mal ein, weil ich ja von Typ Unlicht bin. Und Psycho-Attacken da nicht durchkommen werden. Nun gut, fangen wir an mit Blumentrick. Ist zwar eine Volltreffer-Garantie, aber sollte das Pokémon doch nicht besiegen. Schade. Psyopatra leider besiegt. Oh, und Joshua versucht Bodycheck zu erlernen. Ja, ist ein netter Angriff. Lehmschelle kann da raus. Das ist ja eindeutig der schwächste Angriff. 1, 2 und schwupp. Joshua hat Lehmschelle verlernt. Und er lernt Bodycheck. Oh, hallo ihr zwei. Galagladi. Oh, Moment, Mundtier. Da vorne ist Mundtier. Ich hole mir erstmal Mundtier. Die Weiterentwicklung von Bummels. Mundtier, Mundtier. Auch cool. Aus der dritten Generation. Starten wir doch mal mit Flammenwurf. Ausdauer, okay. Kein Angriff, der irgendwie relevant ist. Zumindest nicht in diesem Kampf. Und, oh, Volltreffer. Cool. Dann setzen wir direkt einen Superball ein. In der Hoffnung, dass wir Mundtier fangen. Daumen drücken und yay! Klasse, Mundtier wurde gefangen. Ein sehr, sehr aufgewecktes Pokémon. Mal sehen, was der Dex sagt. Mundtier, wenn es sich nicht bewegt, steigt sein Stresslevel ins Unermessliche und es geht ihm schlecht. Das muss sich bewegen. Es ist Kilian Phoenix. Du bist unser Mundtier. Sehr, sehr cool. Interessant auch der Pokédex-Eintrag, weil die Vorentwicklung und die Entwicklung des Pokémon ist genau das Gegenteil. Es muss faulenzen.
So, und da haben wir Galagladi. Ein Pokémon, welches nur in männlich gibt, da das Weibliche immer zu einem Gardevoir wird. Oder? Ist das so? Nee, Quatsch. Ich glaube, das ist nicht so. Das hängt doch vom Stein ab. Es gibt den Lichtstein und Gardevoir entwickelt sich ganz normal. Ach, vielleicht bringe ich auch was durcheinander, weil ich das gerade vielleicht mit Frostetie verwechsle. Egal, irgendwas verwechsel ich da, glaube ich, gerade. Zumindest ist Galagladi eine andere Entwicklungsform von Kirillia. Also es gibt Gardevoir oder Galagladi. Okay, wir bleiben dran. Wir probieren es mal mit Eisenschädel. Das, oder? Ja, doch, Eisenschädel ist ja der stärkste Angriff, den ich habe. Da kriege ich den Same-Type-Attack-Bonus, Stab. Und der geht dann natürlich daneben aufgrund des Schutzschildes. Aber alles halb so wild. Wir probieren es gleich nochmal. Trugschlag. Okay. Nicht sehr effektiv, auch eher sinnlos der Angriff. Aber hier, Volltreffer. Dafür, dass es ein Volltreffer war, hat es leider nur wenig abgezogen. Aber der Superball sollte doch ausreichen, um dieses Pokémon zu fangen. Vielleicht auch nicht. Kein Problem, wir machen es gleich nochmal. Superball, los! Galagladi, bitte bleib diesmal im Ball. 1, 2, 3 und schwupps. Klasse, Galagladi wurde gefangen. Es hat funktioniert. Und Level-Ups gibt es auch. Galagladi, will es jemanden beschützen, verlängert es seine Ellbogen, um sie wie Schwerter zu nutzen und kämpft auf wilde Art. Das Klingen-Pokémon. Ich widme es Neo. Lieber Neo, du bist Galagladi. Starke Sache. Okay. Weiter geht's. Da ist wieder ein Psyopatra. Und ein Sneebel sehe ich ebenfalls. Und was ist da unten? Hey, das Drachen-Pokémon. Oh, wie heißt denn das nochmal? Es wird zu einem Maxax. Oder Maxax oder sowas. Und es heißt Milza, genau. Milza, Milza. Flammenwurf. Fangen wir mal so an. Das sollte das Pokémon eigentlich nicht besiegen. Sehr gut. Drachentanz. Es beherrscht den Angriff Drachentanz. Wie cool ist das denn? Ein sehr, sehr wertvoller Angriff für ein solches Pokémon. Es macht das Pokémon schneller und stärker. So, jetzt Superball. Komm, komm, direkt im Ball bleiben. Das wäre toll. Nein. Oder Moment mal, wird es zu Maxax? Oder verwechsel ich das? Es gibt mittlerweile so viele Drachen-Pokémon. Kindwurm, Kapuno, Dratini. Hier, wie heißt das von Knackkrack nochmal? Oh, keine Ahnung. Oh, kaum Alat jetzt. Und so weiter und so fort. Ja, aber es hat funktioniert. Und Sneebel steht einfach ganz cool da und beobachtet das. Und hat kurz gelacht. Habt ihr das gesehen? Okay, Pokédex. Milza, es wohnt in Erdlöchern, die es selbst gräbt. Vor langer Zeit benutzten die Menschen seine Stoßzähne als Küchenmesser. Okay. Ich widme es Marlin. Lieber Marlin, du bist das coole Drachen-Pokémon Milza. Herzlich willkommen. Weiter geht's. Wir haben eine Milza-Schuppe bekommen. Hier gibt es einen Pokéball. Also ich kann gar nicht mehr aufhören, Pokémon zu fangen. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Snom-Nom, oder? Aus Schild und Schwert. Diese Eismotte. Also später wird es zu einer Eismotte. Flammenwurf ist bestimmt zu stark, deswegen probiere ich es mit einer Kopfnuss. Bitte zurückschrecken, bitte zurückschrecken. Nein, Pulverschnee, komm durch. Eieieiei. Paul, gute Arbeit, komm erstmal zurück. Und erhol dich in deinem Pokéball. Ich rufe das nächste Pokémon und das ist in dem Fall Joshua. Los geht's, Joshua. Zeit, gegen Snom-Nom zu kämpfen. Snom-Nom. Superball. Und jetzt einfach nur die Daumen drücken, dass es direkt drin bleibt. Aber das sieht fabelhaft aus. Klasse. Snom-Nom wurde gefangen. Da bin ich mal gespannt, was der Pokédex dazu sagen wird.
Snomnom, es ernährt sich von am Boden angesammelten Schnee. Da es weichen Neuschnee bevorzugt, frisst es sich bergauf bis zum Gipfel vor. Vierfache Feuerschwäche. Es ist Lenya, liebe Lenya, dir widme ich Snomnom und hoffe, dass es dir gefällt. Snomnom. Cooler Name. So, dann haben wir hier ganz viele von diesen Wal-Pokémon, diesen Eis-Pokémon. Und haben wir eigentlich schon Flatutü gefangen? Flatutü, Flatutü, Flatutü. Haben wir, glaube ich, immer noch nicht. Wir haben es schon so oft getroffen, aber nie gefangen. Jetzt setze ich mal Schlitzer ein. Oh, wow. Perfekt geschwächt. Und es konnte sogar nicht attackieren. Komm, das ist doch jetzt ein glatter Pokémon-Wurf. Also ein glatter Pokémon-Fang, um es mal so auszudrücken. Und tatsächlich, Flatutü wurde gefangen. Sehr schön. Ganz viele Erfahrungspunkte und Flatutü Daune bekommen. Flatutü, seine Fußspitzen schweben dank der Psychokräfte, die von den Rüschen an seinem Bauch ausgehen, knapp 1 cm über dem Boden. Okay, sehr, sehr spannend. Ich widme es Carina. Liebe Carina, du bist Flatutü. Ab in den Pokédex. Ah, Psyopatra ist die Entwicklung von Flatutü. Verstehe. Das kleine süße Pokémon wird also zu einem Strauß. Und jetzt, wenn wir schon mal hier sind, Sneeble, du beobachtest uns schon die ganze Zeit und stehst da mit deinen verschränkten Armen. Möchtest du gefangen werden? Kein Problem. Machen wir direkt möglich. Nachtief. Also ich glaube, mit Sneebuna im Team kann man auch ein richtig cooles Unlicht-Team gestalten. Ja, man hat zum Beispiel hier das Starter-Pokémon, das ich auch habe. Katze. Wie war der Name noch gleich? Maskagato. Genau, Maskagato. Und dann hat man Sneebuna. Also ein Unlicht-Eis-Pokémon und ein Unlicht-Pflanze-Pokémon. Mit Sicherheit gibt es auch andere tolle Unlicht-Pokémon, die sehr, sehr gut hier reinpassen. Maskagato, jetzt nochmal Superball. Sneeble, ich dachte, du möchtest gefangen werden. Dann bleib doch bitte auch im Ball. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und es hat funktioniert. Sneeble wurde gefangen. Und das gibt ein paar Erfahrungspunkte sowie einen Eintrag im Pokédex. Sneeble, dieses hinterlistige Pokémon nutzt den Schutz der Dunkelheit, um ahnungsloser Beute aufzulauern. Ich widme es Kiel. Lieber Kiel, du bist Sneeble. Cooles, starkes Pokémon. Habe ich damals sogar sehr, sehr oft benutzt. Ich habe sogar mal gezüchtet mit sehr, sehr guten DV und ja, EV-Werten, aber die werden ja dann durch das Training vergeben. Wow! Du bist bestimmt die Entwicklung von Mikrik. Wie heißt du? Du bist ja cool. Das ist Lextremo. Boah, das ist ein Schweizer Taschenmesser, eine Heuschrecke und oh, wow. Blumentrick. Mal sehen, wie viel das abzieht. Oh, nicht sehr effektiv. Warum? Ist es von Typ Stahl oder was? Aber ein Volltreffer gelandet. Machen wir gleich nochmal. Das sollte das Pokémon wirklich sehr, sehr gut schwächen. Und in den, ja genau, roten Bereich bringen. Wieder ein Volltreffer. Lextremo, ein wirklich extremes Pokémon. Und leider habe ich eine Käferschwäche, weswegen Käferbiss sehr effektiv gegenüber Katze war. Maskagato, gut gekämpft. Ich rufe, oh, ich habe ja nur noch zwei. Ich rufe Joshua. Wir müssen gleich mal ins Pokémon-Center laufen, bevor es ein kleines Problem gibt. So, Superball, komm. Liebes Lextremo, bleib einfach im Ball. Das wäre mehr als wünschenswert. Und yeah. Lextremo wurde gefangen. Wunderbar. Ein paar Erfahrungspunkte gibt es oben drauf und einen Eintrag im Pokédex. Lextremo macht es ernst, so stellt es sich auf sein zuvor eingeklapptes Beinpaar und schaltet in den Showdown-Modus. So bezwingt es Gegner im Nu. Okay, ich widme es Kendrick. Lieber Kendrick, du bist Lextremo. Ist der Showdown-Modus eine Fähigkeit von Lextremo? Mir wurde schon mal gesagt, dass die Entwicklung von Mikrik extrem stark ist. Aber, ja, ich nehme sie trotzdem vorerst nicht ins Team. Was bist du denn für ein kleiner Hund? Du bist ja süß.
Du hast eine Kerze auf dem Kopf. Gruff. Komm, du bist bestimmt ein Geist-Pokémon, oder? So wie du aussiehst. Uiuiui. Ui, ui. Und du hältst anscheinend auch viel aus. Bestimmt ist es ein Pokémon, das nicht vielleicht so stark ist, allerdings eine hohe Verteidigung aufweist. So, Eisenschädel. Ja, war schon besser. Oh, es setzt Erholung ein. Okay, Joshua, wir bleiben dran, ja? Wir werden jetzt nicht aufgeben und weiterhin unsere Angriffe einsetzen, um Gruff zu schwächen. Ist so cool. Ich finde es auch toll, dass die Namen irgendwie, ja, auch besser geworden sind. Gruff passt. Kurz und knackig, kurzer Name für ein solches Pokémon. Nicht irgendwie Schauri, Bauri, Hundi, sondern Gruff. Punkt. So, jetzt Superball. Wir wollen Gruff fangen, Level 35. Und wir haben sogar Zuschauer hier mitten im Kampf. Gelingt es uns? Ja, es ist uns gelungen. Gruff wurde gefangen. Gruff, Gruff. Das Gruff die Hund-Pokémon oder was? Mathilda versucht Body Slam zu erlernen. Ja, sehr gerne. Ein schöner Angriff. Da vergessen wir mal Dreschflegel. Wobei ich Bodycheck auch rausnehmen hätte können. Egal, Body Slam passt. So, schauen wir mal, was der Pokédex sagt. Es soll die Wiedergeburt eines streunenden Hunde-Pokémon sein, das starb, ohne je in Berührung mit Menschen gekommen zu sein. Das ist Gruff. Geisterhund-Pokémon. Ich nenne es Theo. Lieber Theo, du bist Gruff. Allein von den Pokédex-Einträgen, ja, wenn man versucht, das alles zu verbinden, könnte es sein, dass Gruff irgendeine, zumindest vom Pokédex, eine Verbindung zu Mobtiff hat. Dieses Unlicht-Pokémon, das irgendwie auch immer traurig ist, weil es immer ausgelacht wird. Wisst ihr, welches ich meine? Das haben wir relativ früh im Spiel gefangen. Und hier haben wir, wie heißt du? Ein Pokémon mit einem Hammer. Ja, du bist ja lustig. Taforgitta heißt das Pokémon. Taforgitta. Interessant. Klingt wie Brigitte. Okay, Brigitte, wir werden dich jetzt fangen. Wir werden dich nicht Brigitte nennen, aber du bist jetzt in meinem Fall die Brigitte. Taforgitta, a.k.a. Brigitta. So, Dampfwalze. Es ist von Typ Stahl wahrscheinlich. Ist es nicht sogar dieses Feenstahl-Pokémon? So, Joshua, komm, 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 komm. Es ist verwirrt. Aber wir kommen durch. Dampfwalze erneut zugeschlagen. Perfekt. Aber Achtung, was kommt jetzt? Lichtkanone. Von Typ Stahl. Zieht also nicht so viel ab. Ich bin ja selbst auch von Typ Stahl. Jetzt Superball. Wollen wir doch dieses coole Pokémon mal schnappen. 1, 2, 3 und yeah! Klasse. Taforgitta wurde gefangen. Das gibt auch einen Pokédex-Eintrag. Ich freue mich. Mal sehen, was dieser sagen wird. Taforgitta. Es überfällt Gruppen von Gladiantri und Kesurio, um Metall zu sammeln, das es zum Herstellen seines großen, robusten Hammers benötigt. Wie cool. Ich widme es natürlich. Nintendia. Prinzessin Nintendia, so lange hast du drauf gewartet. Und jetzt ist es soweit. Ich hab's dir versprochen, ich hab's nicht vergessen. Du kommst auch ins Team. Taforgitta. Oder wie ich zu sagen pflege, Brigitte oder Brigitta. Brigitta, willkommen. Nein, ab jetzt aber Nintendia und nicht Brigitta. Zurück zum Pokémon Center, zurück an die Tanke. Denn hier müssen wir an der Tankstelle mal ganz schnell, ganz geschwind unsere Pokémon heilen. Damit es nicht zu einem Fauxpas gelangt. Nämlich zu einem großen Problem, wenn wir keine aufgefüllten Pokémon mehr haben. So. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Psyopatra würde mich auch interessieren. Wir haben ja aktuell den Bösewicht von Team Star angepeilt mit Gift-Pokémon. Da ist ein Psycho-Pokémon in unserem Team ja gar nicht so verkehrt. So, Mathilda kommt jetzt mal nach vorne. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es hier umherstreift. Ja, süßes Pokémon, schaut es euch an. Hallo Mathilda. Dir scheint es gut zu gehen. Das freut mich sehr. So, wer bist du denn? Ich habe gehört, dass die weltberühmte Rapperin Etta im Frigo Monta ein Konzert gibt.
Frigomonta? Was ist das für ein Ort? Keine Ahnung, war ich selbst noch nicht. Ich bin Tamara. Los geht's, Riffex. Oh, es gibt ein Konzert und sie hat dieses, naja, ich möchte man möchte schon fast sagen Konzert-Pokémon. Von Typ Gift und Elektro. Also Giftattacken sind gegenüber Stahl-Pokémon gar nicht der Rede wert. Deswegen schicke ich direkt mal wieder Joshua in den Kampf. Los geht's, mein geliebter Regenwurm. Oh nee, Kreideschrei, erstmal voll den Sound ablassen, oh, verfehlt. Okay, Regenwurm, Dampfwalze. Das zieht richtig viel ab. Das hat ja eine vierfache Bodenschwäche. Ja, aber Dampfwalze ist jetzt auch nicht so der starke Angriff anscheinend von unserem Regenwurm. Wir bleiben trotzdem dran und besiegen es jetzt. Das war's für Riffex. Richtig cooles Pokémon. Ich mag das vor allem in der gelben Variante. Ah, sehr schön. Und zwei Level-Ups. Also für jeweils ein Pokémon. Also für jeweils zwei, meine ich. Jetzt schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig zum Konzert, weil der Kampf so lange dauerte. Stimmt doch gar nicht. So lang hat der Kampf nun mal auch wieder nicht gedauert. So, jetzt schneit's plötzlich. Oder hat's die ganze Zeit schon so geschneit und ich nehme es erst jetzt wahr? Da ist Petsnief. Das Rotze-Pokémon. Ja, wirklich so. Schaut mal, es hat so eine Rotze-Fahne. Es putzt sich einfach partout nicht die Nase. Body Slam. Pew. Ja? Oh, paralysiert. Schöner Nebeneffekt. Und das ist ein spannender Kampf. Eis gegen Eis. Und da hinten läuft die Weiterentwicklung, die Nacht-Weiterentwicklung von Waffles rum. Ich habe ehrlich gesagt schon vergessen, wie es heißt. Ich glaube, ich komme auch spontan nicht drauf. Heißt es nicht Wolverock oder Wolverick? Wolverock, glaube ich. So, Petsnief, du schläfst zwar, aber mit dem nächsten Body Slam und einem anschließenden Superball sollte ich die Möglichkeit bekommen, dieses Pokémon noch zu schnappen. Okay, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und jetzt, Superball, los! Irgendwie kommen wir auch kaum voran. Wir fangen ständig neue Pokémon. Wir sind immer noch, wie am Anfang der Folge, hier an der Tankstelle. Petsnief wurde gefangen. Mhm, das ist doch ziemlich cool. Und das gibt auch einen Eintrag. Petsnief, Sie kommen verstärkt an den Küsten kalter Gebiete vor. Wenn einem Petsnief kein Schleim aus der Nase hängt, ist es womöglich krank. Oh, interessant, okay. Dann hoffe ich, dass es ihm immer so ergeht. Lieber Torin, du bist Petsnief. Lieber Torin, dir wünsche ich aber ganz viel Gesundheit. Petsnief ist ja an sich auch gesund, nur es muss diese Rotzenase haben. So, und da ist Wolverock. Habe ich es richtig gewusst? Wolverock, okay, sehr gut. Dann gibt es hier erstmal einen Body Slam. Ein Gestein, ah stimmt, Gestein. Gestein Unlicht ist es doch, ne? Ich hoffe, dass meine Eisattacken nicht zu stark sind. Toll, Brüller. Brüller sorgt dafür, dass dieses Pokémon leider verschwindet. Wow, richtiger Schneesturm. Das ist aber echt nicht ohne. Also, anfangs hat es nur geschneit, aber jetzt haben wir einen richtigen Sturm. Da ist Gruff. Okay. Da haben wir Pambuli. Was haben wir noch? Hyperball. Oh! Psyopatra! Da haben wir es wieder. Moment, gegen Psyopatra möchte ich jetzt kämpfen und es unbedingt fangen. Psyopatra, Psyopatra! Jetzt werden wir dich aber fangen, meine Liebe. Das ist ja wirklich ein tolles Pokémon für die zukünftigen Aufgaben, die bevorstehen. Wir fangen an mit Biss. Nicht zu stark und nicht zu schwach. Das sollte ordentlich was abziehen. Oh ja, sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Oh, auf Ruhe. Ah, ja, ja, ja. Aber Lilou hält das locker stand. Und jetzt, Bissangriff. Psyopatra, du wirst jetzt aber von mir gefangen. Das verspreche ich. Superball. Bitte, bitte, bitte. Der Ball muss direkt sitzen. Denn dieses Pokémon hat ein extrem hohes Level. Auf Ruhe. Ah, ja, ja. Gut gemacht, Lilou. Komm zurück. Okay, mein nächstes Pokémon wird... Ja, ja, ist in Aufruhr. Alles klar. Mein nächstes Pokémon wird... Joshua sein.
Als Stahl-Pokémon ist es immer eine gute Wahl, denke ich. So, jetzt sehen wir den Boden unter dem Boden, wenn man das so sagen darf. Superball, schnell! Dann bleib einfach im Ball, Psyopatra. Das wäre mehr als toll. Und es ist uns gelungen. Cool. Da bin ich schon sehr gespannt, was der Eintrag hier dazu sagen wird. Okidoki. Und Psyopatra. Es macht Gegner bewegungsunfähig, indem es Psychokräfte über seine großen Augen freisetzt. Entgegen seinem Äußeren ist es ziemlich brutal. Okay, ich widme es Finny. Lieber Finny, du bist Psyopatra, also der liebe Finn. So, und jetzt wechsle ich hier aus. Liebe Lilu, danke für deine Unterstützung auf unserem Abenteuer. Du hast uns sehr, sehr oft sehr wertvoll helfen können. Und jetzt ist Finny am Zug. Jetzt ist Finny auch im Team. Also viele Wechsel heute in dieser Folge. Ich musste jetzt einfach auch mein Team mal verstärken, weil die Herausforderungen immer größer werden. Puh. Hier ist noch ein Psyopatra, ein Lextremo. Lextremo würde mich ja auch echt interessieren. Denn dieses Pokémon scheint auch eine echte Wucht zu sein. Und der Pokédex-Eintrag hat irgendwie dazu beigetragen, dass es anscheinend auch eine starke Fähigkeit besitzt, oder? Würde ich mal vorsichtig behaupten. Denn nicht umsonst habt ihr schon in den Kommentaren gesagt, dass dieses Pokémon sehr, sehr gut und stark sein soll. Doch wie wird es weitergehen? Meine Lieben, tippt auf dieses Video, um weitere coole Videos sehen zu können. Bleibt katztastisch!